Hallo, hier ist wieder eure Sophia und heute zeige ich euch, wie man als Frau in Alltagsklamotten aussieht, wenn man Kraftsport macht. So, viele von euch haben gesagt, Sophia, wenn ich trainiere, sehe ich männlich aus. Und dass man es auch in Klamotten sieht, dass man irgendwie auf irgendeine Weise männlich wirkt. Deswegen bin ich für euch mal in ein Alltagsoutfit von mir geschlüpft. Mal was Hautengeres, was körperbetont ist, damit ihr auch wirklich seht, eben wie das dann letzten Endes aussieht. Und jetzt könnt ihr selber beurteilen, ob ich männlich aussehe oder nicht. Ich habe hier meinen Rollkragenpulli an, eine ganz normale Jeans. Und weil ihr kennt mich ja eigentlich nur von Sportklamotten. Und ich habe jetzt auch statt meinen Sportschuhen, die flachen, trage ich im Alltag auch gerne etwas höhere Schuhe, allein auch für die Bühne zu üben, weil ich ja dort dann posen muss, ist dann im Alltag ziemlich praktisch, wenn ich da noch ein bisschen erhöht bin. Und das hier liegt an und ich drehe mich nochmal für euch. Also ist wirklich eher selten der Fall, dass ich dann rumlaufe, aber wenn ich mal auch mit den Eltern essen gehe, dann ziehe ich natürlich nicht keine Sportklamotten an oder laufe bauchfrei im Sport herum. Jetzt noch was ganz anderes für euch. Also das ist wirklich mein schickstes Kleid. Das ist so ein kleines schwarzes. Dazu habe ich meine Wettkampfschuhe angezogen, weil ich leider sonst keine offenen Schuhe hier hatte. Und rote Lippen ist auch mal ganz anderes. Ich trage wirklich kaum Farbe oder eigentlich nie Farbe auf den Lippen. Und auch hier könnt ihr eben schauen, ob ich jetzt durch den Sport irgendwie negativ wirke. Aber am besten bildet ihr selbst euer Urteil drüber. Ich bin wieder in Sportklamotten, so wie ihr mich kennt. Bauchfrei, Sportschuhe, Leggings, also am Start. Und wie gesagt, früher, wo ich halt noch fülliger war, habe ich mich in den Klamotten wie eben auch hohen Schuhen oder ein enges Kleid oder körperbetonte Oberteile, habe ich mich so unwohl gefühlt und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mich so anziehen werde. Ich habe mich dann eher auch, wie ich sagen, burschikos angezogen. Ich habe dann ganz weite Jungs-Shirts auch getragen mit einem Aufdruck und ich finde, das wirkt dann maskuliner als wie sowas jetzt. Und jetzt habe ich sozusagen endlich Kurven, mit denen ich mich wohlfühle und ich fühle mich auch jetzt in der Kleidung wohl. Und deswegen, Mädels, möchte ich euch sagen, habt keine Angst davor, wirklich eben bei dem Sport richtig Gas zu geben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben und es war mal ein bisschen was anderes. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert meinen Channel Pumping Sophia Thiel, wird mich wirklich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!